Hallo und ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge, nachdem vor ein paar Tagen oder auf YouTube gestern oder ich weiß nicht, letzte Woche Sonntag, das vielleicht ein bisschen plötzlich geendet hat. Ich habe mir was überlegt und ich werde jetzt erstmal ein Playlist-Lied anmachen und zwar bei der Playlist, die in der Beschreibung verlinkt ist, das 16. Lied. Das nennt sich One Hour Epic Music, Most Beautiful and Powerful Music, Emotional Mix. Und geht 1 Stunde 52. So, wir gehen in Euro Truck Simulator rein. Denn ich will gerne in die Option, weil ich kann ja dafür nichts, dafür, das ist der Spieleentwickler für verantwortlich. Wir gehen ins Gameplay rein. Und werden. Wo ist denn das? Bußgelder. Wenn wir, solange wir, ich schwöre euch, wenn wir in Frankreich oder in den Niederlanden angekommen sind, werden wir die wieder anmachen. Aber ja. Gut. Ich würde sagen, let's go. Das kann jetzt wieder ein bisschen dauern. Wir haben gerade, es kam gerade das Hashtag Werbung an der Stelle. Das SEV S5 Video online. Das war das kurze, Fertig das zum Losfahren. 9-Minuten-Video. So, jetzt muss ich erstmal. Oh Gott, Entschuldigung. Warte mal. Ich muss ja noch ein bisschen mich richtig hinsetzen hier. So. Let's go, oder? So, die Bußgelder sind jetzt aus. Aus meiner Musik ist aber noch die Musik. Also wirklich zu laut. Also literally. Also für mich. Ich hoffe. Ich hoffe. Ich hoffe, ihr hört sie noch. So, weiter geht's. Entschuldigung. Upsala, hallo, ich bin am Gang drin. So. Wie viel sind denn erlaubt? Waren nicht 100 erlaubt? Ich fahre mal 100. Bitte rechts halten. Wir halten uns rechts. So wie es ein Deutscher auch tun sollte im Osten. Was? Boah, ich hätte den Osten als rechts abgestempelt. Erster Aufenthalt in London. Oh mein Gott, warte mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was war das denn? Den Marker hier können wir rausmachen. Fahren wir über Dover? Ja, wir fahren so ein bisschen über Dover, ne? Das ist die Frage natürlich. Wir müssen, glaube ich, einmal den Eurotunnel benutzen, ne? That's the fucking problem. That's the fucking problem. Also wir können natürlich auch einmal hier drüber mit der Fähre dann rüber. Aber der Eurotunnel wäre schon nice. Wir müssen den, glaube ich, auch einmal für ein Achievement benutzen, ne? Gut. Nee, das ist zu kompliziert. Das wird auch zu lange dauern. Gut, wir sind also in London. Frage, haben wir genug Geld gerade? Nee, wa? 88.000. Wie viel können wir uns von der Bank leihen? Weil könnten wir vielleicht schon. Wir könnten uns eine. Wir könnten uns dann eine Garage kaufen. Ah, nee, das können wir auch online, ne? Das können wir auch online. Das müssen wir ja gar nicht. Nee, 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 okay, dann. Dann das hier zurückzahlen. Ja, alles gut. Entschuldigung. Weltkarte. Ja
Okay, dann drehen wir hier. Jetzt haben wir zwar natürlich eine falsche Abfahrt genommen. Es sei denn, wir können jetzt noch im letzten Moment drehen. Fahrt vorsichtig. Nee, können wir nicht. Hüppadabadabadab. Dann drehen wir hier natürlich irgendwo. Ich versuche mich natürlich an die Verkehrsvorschriften zu halten. Ich fahre natürlich links. Ich werde jetzt hoffentlich nicht gegen eine Autobahn fahren. Also gegen eine, also entgegengesetzt der Autobahnrichtung. Das kriegen wir schon alles hin. Links Oh. halten 40 und dann müssten, glaube ich, hier links halten und dann links abbiegen. Okay. Gut. biegen. Biege nach links ab. So, dann drehen wir da unten in diesem riesen Kreisverkehr mal. Bitte links halten. Nimm diese Ausfahrt. Hätte ich meinen Motor ausgemacht. Völlig unabsichtlich. Scheiße. Also ohne Scheiß. Als ich so hier in den, oh Gott, in den 40er und 50er Folgen immer so ETS gefahren bin, da musste ich echt aufpassen, dass ich nicht bei meiner PKW-Schaltung auch so schalte, weil ich habe ja hier. Ich habe ja Schaltung, ich habe ja auch ein richtiges Lenkrad, ich habe ja auch Kupplung, Bremse und Gas, ne? Aber ich muss niesen. Entschuldigung. Das habe ich ja alles. Ja, das habe ich aber auch beim PKW, ne? Und von daher muss ich echt aufpassen, dass ich da nicht irgendwie mich. Also ich habe auch so aus Versehen schon mal im zweiten Gang geschaltet, habe aber gemerkt, okay, hier darf es jetzt. Schalt mal bitte wieder runter. Weil normalerweise fahre ich ja hier in dem Gang hier an, in dem vierten, ne, was beim PKW der zweite Gang wäre. Ja. War mir ein bisschen peinlich, wenn ich dann abgesoffen wäre. Gut, ich habe es auch schon mal geschafft, im zweiten Gang anzufahren. Auch im dritten schon, ja. Bin ich dann nur noch, weiß ich nicht, 2, 3 km/h oder so gefahren und habe dann im dritten beschleunigt. Ja. Sollte man natürlich nicht machen, weil es geht auf die Kupplung. Definitiv auf den Verschleiß. Gehört sich nicht. Aber ja, ich muss hier teilweise echt aufpassen. Montag 7:40 Uhr. Ich versuche mal 7:30 Uhr oder so Links rauszuholen. halten und dann links abbiegen. Ist zumindest mein Versuch. Biege nach links ab. Ja, aber wie gesagt, das mit den Bußgeldern, die hier das entgegen der Fahrt, das hat mich so abgefuckt. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Oh Gott, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Ich fahre mal in die Mitte einfach hier. Ich bin Deutsche, Entschuldigung. Also ich bin ja hier eine Frau in dem Spiel, ne? Also. Meine Güte! Was ist denn für eine Scheiße zusammen hier?
Meine, ich muss auch auf die Spur, aber deswegen fahre ich nicht so scheiße. Nimm diese Ausfahrt. Ja, ich nehme diese Ausfahrt, geh mich auf den Piss. Gas! Natürlich macht man das doch nicht, Entschuldigung. Dich hole ich noch ein, dich Pisser. Das ist typisch deutsch. Sobald die Ampel grün ist, auf der Hupe ruf. Egal, ob du schon von der Bremse runter bist oder nicht. Egal, interessiert nicht. Hauptsache hupen. Das ist das Wichtigste. Oh! Was? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wir kommen da nicht lang. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh fuck. Wir wären ja jetzt sowieso nicht rausgekommen, außer wir hätten Abschleppwagen geruft. Geruft? Was? Geruft? Hey, war dir soffen? Gut, ich melde mich mal gleich wieder, wenn der das geladen hat hier hoffentlich. Wir sehen uns gleich wieder. Ich hoffe, er ist nicht abgeschmiert. So, wir sind wieder back in the business. Zeit müssen wir aber langsam echt losdüsen hier. So, einen Moment. So, wir kommen hier nicht rum. Da. Da kommen wir nicht rum. Das ist ein bisschen schade. Müssen wir leider... hier drüber fahren, über die Maut. Bleibt uns nichts anderes übrig, weil sonst bleiben wir wieder in der Brücke hängen. Lass uns loslegen. Genau, lass uns loslegen. Hallo, ich bin am 8. Willst du mich jetzt verarschen hier, oder was? Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Bitte links halten. Genau, damals sind wir dann hier rechts. Aber hier müssen wir jetzt links direkt. Nimm diese Ausfahrt. Das ist schön, wenn der Motor auch richtig schön zieht, ne? Auch richtig schön, gib ihm so, weißt du? Das ist schön. Also, weil genau dann, wenn wir den Speed brauchen... gib mal Speed! Vater ist voll der Drogenjunkie geboren. Genau dann, wenn wir den Speed brauchen, dann... ne? Dann sage ich einfach, okay, zack, ab am 8. und dann Feuer. Weil so ein blödes Beispiel, natürlich fangen wir hier nicht am 8. an. Höchstens am 6.
Ist schon grün, ne? Ja. Es wird grün. Aber bitte wählt nicht grün. Na gut, ihr könnt wählen, wie ihr wollt, ne? Ich glaube nicht mehr an die Erde. Ich glaube auch nicht mehr an die Menschheit. Die Menschheit hat die Erde kaputt gemacht. I don't believe that we are all gonna come through this happily and easily. This is not gonna happen. This is not gonna happen. We are all gonna to die. So, 50? Okay. Warum 50? Oder jetzt 80? Entschuldigung. Ich gehe immer davon aus, dass es KMH sind, aber wer auch immer das metrische System einführt, der hat echt ein Ding an der Waffe. Also wirklich. Bim, bim, bim. Ich lass gerade nur ausrollen, ne? Ach, boah, 7 Euro ist aber billig. Gut, die sind auch aus der EU raus, ne? Links halten und dann Ausfahrt links nehmen. Nimm die Ausfahrt links. Bitte links halten. Also ich bin jetzt übrigens auch, weil ich gesagt hatte, bitte wählt nicht die Grünen. Ich bin jetzt auch kein AfD-Wähler oder so. Oder nimm diese Ausfahrt. Es ist generell egal, welche Partei ich wähle oder wählen werde oder gewählt habe. Ja, ich habe ja schon gewählt. Ich habe meine eigenen Ansichten. Die vertreten viele Parteien leider nicht. Aber das ist ja immer so. Und ich bin ein Freund der direkten Demokratie. So wie zum Beispiel in der Schweiz. Ja. Da werden auch die Bürger gefragt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das da ist. Aber da werden auch die Bürger dann gefragt, ey, was haltet ihr von dem Gesetzesvorschlag? Also entweder war es, erst werden die Bürger gefragt und dann entscheidet das Parlament. Oder es war, erst entscheidet das Parlament. Wenn das Parlament eine Mehrheit hat, dann easy. Ansonsten, wenn das Parlament irgendwie so auf irgendwie so fast 50-50 oder so kommt, dann werden die Bürger mit einberufen. Irgendwie sowas. Aber wie gesagt, ich bin ein Freund vom Schweizer System. Nicht hier von Deutschland. Du wählst eine Partei und die überlegt sich, mit welcher Schwanzlutscher-Partei sie sich als nächstes zum Beispiel CDU und SPD. Ich sag dir, so wie es ist, die nächste Wahlperiode, ja, also gut, die Ampel, die hat es ja sowieso in der Tonne verhauen. Wird die CDU wieder an der Macht sein, dann haben wir wieder einen Verkehrsminister wie Andreas Scheuer. Also ich frag mich, ey, du musst ja wirklich bescheuert sein. Also du musst dich ja nicht mal schlau anstellen, um ein Bundesamt zu bekommen. Also, das ist ein ganz anderes Thema. Egal, möchte ich jetzt nicht aufmachen. Und dann Ausfahrt links nehmen. Aber ey, manchmal festet ihr an Kopf bei Beschlüssen, die beschließen, was ja für die Bürger sein soll. Aktuelles Beispiel. Links halten und dann links abbiegen. Aktuelles Beispiel. Die hatten die Mehrwertsteuer von Gas auf von 19 auf 7% gesenkt. Ja, danke dafür. Das wird uns allen super weiterhelfen, weil ist ja nicht so, dass die Gaspreise sowieso schon in die Höhe geschossen sind. Da wird eine Mehrwertsteuer auch nichts mehr tun. Die stecken sich einfach das ganze Geld in die Tasche. War beim Tankrabatt nicht anders. Erster Aufenthalt in Folkestone. Ah, hier ist jetzt der Eurotunnel, wa? Jetzt fahren wir gerade zum Eurotunnel. Ist genauso wie die Amis haben uns jetzt die Pipeline weggesprengt. Da dachte ich mir dann auch so, sag mal, ihr habt doch alle nicht mehr, also. Ihr wollt doch nur euer eigenes Scheißgas verkaufen. Entschuldigung, dass ich das so sage. Ihr wollt doch euer eigenes Scheiß-Fracking-Gas verkaufen. Ja? Ey. Wir müssen uns nicht nur von Russland abspalten, wir müssen uns auch von den USA abspalten. Alter, ey, ganz ehrlich, ich würde die Handelsbeziehung damit beenden. Wir Deutschen frieren uns hier den Arsch ab. Müssen gucken, wo wir Gas und Ähnliches sparen.
Und jetzt wird's, sorry, ein bisschen Real Talk. Wir müssen gucken, wo wir im Winter Gas sparen, ja? Wir müssen gucken, wie wir heizen, damit die Bürger nicht erfrieren, damit die Industrie noch halbwegs funktioniert, ja? Und dann kommen die scheiß Amis, Entschuldigung, dass ich das so sage, dann kommen die Amis um die Ecke, sprengen die Pipeline in die Luft, ja? Damit wir uns noch mehr den Arsch abfrieren. Wirklich, danke. Und jetzt kommen wir nicht mit, ja, könnte ja auch Russland gewesen sein. Warum sollte Russland seine eigene Pipeline in die Luft jagen? Ja, das ist der einzige, das einzige Mittel, wo sie noch halbwegs Kohle reinbekommen können. Hier, für, dass wir das Gas in Rubel bezahlen, weißt du? Ich glaube nicht daran, dass Russland seine eigene Pipeline in die Luft gesprengt hat. Genauso wenig glaube ich, dass es irgendein anderes. Biden hat gesagt, wir werden Nord Stream 2 verhindern. Ja, hat er so oft gesagt. Und jetzt, es ist so lächerlich. Das ist so offensichtlich. Ey, diese Amis, Alter, ey, die erlauben sich eine Scheiße ohne Ende. Nur damit die davon profitieren können, ja? Und wir frieren uns jetzt hier den Arsch ab. Ihr könnt kotzen über diese Amis. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber Alter. So. Genug Real Talk an der Stelle. Ich glaube nicht daran, dass das irgendeine andere Nation war. Ich glaube fest daran, dass das die Amis waren. So, hier dürfen wir nicht reinfahren. Hier dürfen wir nicht reinfahren. Da dürfen wir reinfahren. Schön langsam, ne, ganz entspannt. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo diese grüne Dings da ist. Ich glaube, ich sehe sie schon. Wir müssen hier ruf. Alter, was? Oh nein, wir kommen hier nicht durch, oder? Fuck, wir kommen nicht durch den Eurotunnel, ne? Kann das sein? Weil, guck mal. Wir passen da gar nicht rein. Fuck, Alter! Wir passen da gar nicht rein. Ey, dieses Navi, ne? Das schickt uns erstens gegen eine Brücke, die nicht auf unsere Höhe. Und jetzt kommen wir hier nicht durch. Ist hier vielleicht noch irgendwo was anderes? Das ist jetzt super stressig, weil, wie gesagt, guckt euch die Höhe hier links von dem an, ja, und rechts. Da guckt mindestens das Dach noch rüber. Wir kommen da nicht rein. Wir kommen da nicht rein. Wir kommen da vorne nicht rein. Ey, was ist denn das für eine Scheiße jetzt? Wir müssen den Hafen benutzen hier. Wir müssen zum Hafen jetzt. Dürfen die ganze Scheiße jetzt zurückfahren hier? Ich könnte kotzen, Alter. Wir kommen hier nicht durch. Ja, hier. Ey, das ist so beschissen jetzt, ey. Das ist jetzt wieder ein Umweg. Hier, darf ich jetzt wieder 2 Stunden Umruf packen auf die Scheiße hier? Könnte ich kotzen, Alter. Wir können es gerne probieren hier, ja, aber ich verspreche euch, wir kommen noch nicht durch. Wir kommen auch nicht rein. Okay, ganz langsam und behutsam. Aber ihr seht's ja. Also, da kommen wir nicht durch. Also, Was? Willkommen in der Matrix. Alter, wo schickt uns das? Guck mal, das guckt alles raus. Ich meine, gut, wir könnten das im Realen vielleicht abmontieren, ja, aber... Alter, was ein Stress, ey. Das Navi schickt uns extra hier lang, ja?
Alter. Ich hätte jetzt Real Talk nicht gedacht, dass wir da rüberkommen. Ich hätte jetzt Real Talk nicht gedacht, dass wir hier auf den Zug kommen. Ich bin doch gerade ein bisschen geflasht und das positiv. Aber auch irgendwie ein bisschen perplex. So, what the fuck? Er guckt die Antenne einfach oben raus. WTF. 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 Ey, guck mal, das ganze Dach steckt eigentlich in dem Dach von dem Zug drin. Es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Es ist so stupid. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gut, naja. Fahren wir mal rüber, ne? Das wird schon klappen. Da wird auch keiner meckern. Da. Das passt schon. Das passt, haben sie gesagt. Gut, dann. So stupid. Ohne Scheiß. Neu berechnen. Ey, ich dachte jetzt wirklich, wir müssen da. Oh Gott, also das sieht doch so stupid aus. Aber warum schickt uns das Navi auch hier lang? Jetzt mal ganz ehrlich. Das war ja der straighteste Weg hier. Der hat gesagt, wir sollen durch den Eurotunnel. Wir sollen nicht die Fähre benutzen. Hat er uns gesagt. Also. Gut, nicht hinterfragen. Das wird schon alles einen Sinn haben, ne? Gut, jetzt Los. guckt diese Antenne da oben wieder raus. Das ist so stupid. Ich versuche das Lenkrad jetzt gerade zu halten, weil ich sehe gar nichts. Aber das sieht immer noch so stupid aus. Oh Mann, ey. Ja, das passt schon. Alter. Also, dass der LKW hier reinpasst. Ja gut, dass die Fähre auch von links und rechts hier gerade so reinpasst. Okay, aber vom Dach her hat das definitiv nicht gepasst. Definitiv nicht. Oder die Spieleentwickler haben sich irgendwie so gesagt, ja, die Fähre, die Art von Fähre, die V6. Bitte benutzen Sie die. Ach, guck mal, das haben sie in England nicht gesagt. Bitte benutzen Sie die Rechtsstraße. Oh, endlich, finally, finally. So, schön ausholen hier. Willkommen in Frankreich. So. Das heißt, erstmal straight up durchfahren, wa? Busse, Köln, Koblenz, die A3. Was ist das? Das ist immer noch die A3, ne? Das ist doch hier die A3. A3? A3, ja gut, okay. Ich wollte schon sagen, die A3 führt doch über Neuenberg. Nach Graz. Und in Graz. Ich würde sagen, in Graz machen wir. Ich würde nicht sagen Pause. Aber wir fahren da einmal durch. Und vor allen Dingen, warum wir vorhin nicht London gekauft haben, wir brauchen ja noch 100.000 für einen LKW und also 100.000, also knapp 110.000 oder so für einen LKW und ja. Gut. Und dann gucken wir mal, wie wir von da das planen. Das wird jetzt noch ein Ritt. Das wird jetzt noch ein Ritt. So, wir haben gesagt, wir machen die Bußgelder wieder an. Das habe ich Okay, versprochen. wir fahren los. Ja. Das habe ich versprochen und daran halte ich mich auch. Also Bußgelder wieder an. Dankeschön. Gut. Let's Wenn fucking go. möglich, machen Sie eine Kehrtwende. Nein, ich mache jetzt keine Kehrtwende. Bist du bescheuert? Doch nicht hier. Wie soll ich denn hier umdrehen? Gut, ich habe zwar gesagt, wenn möglich, ne? Es ist jetzt nicht möglich, aber egal, egal, egal. Nicht drüber aufregen. So, ich schnapp mir mal beide Spuren. Oh, endlich wieder Wir müssen uns KMH-System. abbiegen. Oh, ich habe das so vermisst, ne? Also nie wieder nach England. Und wenn, dann nur Bußgelder Biege nach aus. links ab. Das muss ich mir merken. Biege nach rechts ab. Ich biege nach rechts ab.
So, jetzt müssen wir zwar da. Jetzt müssen wir zwar wahrscheinlich auch durch 5000 Mautsäulen fahren, aber das ist mir wert. Endlich wieder in Europa zurück. So, jetzt haben wir noch 2500 Kilometer mindestens vor uns. Ich sag mindestens, weil, wie gesagt, in Dings weiß ich nicht, wie lange wir da... Apropos, wann haben wir dann die nächste Pause? In 8 Stunden. Heißt, wir werden wieder schön tagsüber schlafen. Ich liebe es. So, wie sieht sie mit der Fracht aus? 3%. Da sagen wir einfach, da ist der Zug dran schuld. Der hat mit seinen komischen Elektrokabeln, die da oben lang führen, um den Zug zu, ne, hat er kaputt gemacht. Schieben wir einfach auf den Zug. Navi sagt Eurotunnel. Also ich fahre in Eurotunnel. Habe ich Licht an? Ich habe Licht an. Das ist Fernlicht. Okay. Ach ja. So, Montag 9 Uhr Ankunft. Da versuchen wir 8 Uhr, oder? Warte mal, wir fahren jetzt nur Autobahn, ne? Geht ja eigentlich nur geradeaus. Ja, versuchen wir 7 Uhr rauszuholen, ne? Weil wir haben jetzt keinen Zwischenstopp mehr zwischendurch, ne? Wir fahren jetzt straight up durch bis Graz oder was das war. Also gut, straight up nicht. Wir müssen ein paar Kreuze und Dreiecke mitnehmen. Aber ihr wisst, was ich meine. Dass wir nur Autobahn, nur Autobahn, nur Autobahn, nur Autobahn. Und nicht mal zwischendurch schlafen. Wenn du jetzt rechts überholst, mein Freund. Und normalerweise würde ich so den Leute einschätzen, dass die rechts überholen. Jetzt. Schön dem LKW vorne. Guck mal, der ist im Toten. Jetzt ist er nicht mehr im Totenwinkel, aber der war voll im Totenwinkel. Ich hab da letztens einen TikTok gesehen. Von wegen, ja, wenn du die Spiegel richtig einstellst, dann gibt's keinen Totenwinkel. Ey, ich hätte dem Typen am liebsten in die Fresse gehauen, ganz ehrlich. Wenn du die Spiegel richtig einstellst. Es gibt immer einen Totenwinkel. Du kannst ihn zwar umgehen, ja, wenn du zum Beispiel Kamerasysteme und ähnliches hast. Oder. Aber selbst die Kamera kann immer mal ausfallen, ja. Sensorsysteme können immer mal ausfallen. Ach du Scheiße, sind wir jetzt in Belgien? Ja, in Flanders. Nee, nicht in Flanders. In Flämen? Heißt die nicht Flanders da oben? Also was heißt da oben? Da drüben, würde ich sagen. Oder heißt nicht Flämen? Weiß ich nicht mehr genau. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Weiß ich nicht mehr. Der kleine Volvo hier zieht zwei so eine Traktoren hinter sich her. Ah ne, ist eine Renault. Ach du Scheiße. Noch schlimmer. Achso, ich wollte den gerade vorlassen. Ich wollte gerade schon wieder auf die linke Spur überwechseln, aber dann habe ich aufs Navi geguckt. Übrigens, auf TikTok haben viele geschrieben, wie viele Navis brauchst du denn? Ja, excuse me. Eigentlich das ganz rechte Navi, das ist das Hauptnavi. Dann unten rechts im Bildschirm, das kann ich nicht ausschalten. Ja. Dann oben, das auf diesem Tablet da soll eigentlich, da dachte ich eigentlich nur, da kommt die Anzeige, die man hier unten switchen kann, wisst ihr, die hier. Dachte ich eigentlich, also die taucht zwar auch auf, ja, aber ja. So, jetzt sind wir gleich in Deutschland und da sind wieder nur 85 km/h erlaubt. Also offiziell 80, ja.
Ach ja. So, hier ist schon das erste Dreieck, hier müssen wir schon runter. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Bitte links halten. Jo, was denn nun? Oh! Siehst du, so passieren Unfälle mit dem scheiß Navi. Gut, ich hätte nicht auf das Navi hören müssen, ich hätte vielleicht auch auf die Karte gucken müssen, ja, aber bitte rechts halten, bitte rechts abbiegen. Bitte links halten. The fuck? Ich habe noch einen Schnitzeldöner übrig. Fuck. Normalerweise, ich habe gerade geguckt, wo der ist, deswegen. Normalerweise hätte den jetzt noch eine Freundin gegessen. Aber den hat sie nicht gegessen. Ich frage sie mal über WhatsApp, ob ich den essen darf. Ganz lieb fragen. Ja, geh mir auf den Sack. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo sie ist. Ist da irgendwo jetzt oben, ja. Ich habe das falsche WhatsApp geöffnet. Ich bin so stupid. Guten Morgen. Ich habe dir eigentlich gestern noch ein, also heute früh um 2 Uhr, 3 Uhr noch einen Döner mitgebracht. Jetzt ist die Frage, weil er schon kalt ist und du den nicht gegessen hast. Ich meine, ich habe den obviously auf den Tisch abgelegt. Was, rechts halten? Ich halte mich mal rechts. Ne? Und jetzt ist die Frage, ob ich den dann essen soll, weil du kommst ja heute nicht mehr. Glaube ich. Also meines Wissensstandes kommst du heute nicht mehr. Deswegen wollte ich fragen, ob ich mir den nehmen darf. Oder ob du da fuchtig wie eine Katze wirst. Weiß ich ja nicht. Mal gucken, ob ich eine Antwort heute noch kriege. Manchmal sind ja Frauen so, dass sie Ewigkeiten brauchen, um zu antworten. Leider oft genug hast du eine Frage und die wird 2 Tage später beantwortet, wo sich die Frage schon erledigt hat. Naja, ich will jetzt nicht sagen, dass alle Frauen so sind, aber naja. Jean ist im Level aufgestiegen. Perfekt. Ist jetzt hier Rechtsverkehr? Der Navi hat doch gesagt, ich soll auf die linke Spur, also auf die mittlere. Egal. So, und wie gesagt, wir versuchen jetzt erstmal richtig viel Zeit rauszuholen. Wir haben jetzt schon 20 Minuten gut gemacht. Wir suchen jetzt richtig viel Zeit rauszuholen, damit wir gucken können in Graz, wie wir dann. Wir werden dann wahrscheinlich. Also weiß ich nicht, ob wir dann da schlafen werden. Wir müssen jetzt schlafen in 4,5 Stunden. Also wir werden doch nicht so viel schaffen. Okay, ich sag mal, 8 Uhr schaffen wir. Mindestens rauszuholen. Ich dachte eigentlich, wir schaffen noch mehr. 4,5 Stunden, da sind wir Höhe Frankfurt, wa? Ja. Und dann in Graz, ja, das ist von der Zeit her, wo das hinhauen, dass wir da dann die nächste Pause machen. So, Leek. Ballonische. Ach stimmt, das war die andere, ne? Das andere war die flämische. Flämische, ne? Flämische Region? Oh Gott. Ne, ICE. ICE. Ich dachte, ich werde angerufen. Dabei ist das die Musik. Bitte links halten. Ja, Entschuldigung. Wir haben erst 40 Minuten Gameplay. Boah, krass.
Könnte sein, dass ich jetzt während den nächsten Folgen mal kurz aufstehe, mir meine Elektrofliegenklatsche schnappe, damit ein paar Fliegen oder Mücken, ich glaube, das war gerade eine Mücke, erledige, weil ich habe zwar eine Mücke erledigt, aber ich glaube nicht, dass das alle Mücken waren hier in dem Haushalt. Ich weiß nicht, wie die hier reingekommen sind. Ich weiß zum Teufel nicht, wie die... Ich habe nur die Fenster offen, wo Fliegennetze, beziehungsweise ne, so Mückenschutz und so dran ist. Ja, nur die Fenster sind offen. Ich weiß nicht, wie zum Teufel die hier reingekommen ist. Alle anderen Fenster sind zu, dicht. Nix, nada. Weiß ich, wie die hier reingekommen ist. Keine Ahnung. Und es sind zwei, mindestens. Eine habe ich letztens erwischt. Aber die Nacht darauf halt dann den nächsten Mückenstich. Da dachte ich, geht nicht richtig. Bitte links halten. Auf geht's nach Aachen. Das ist nice, wenn der LKW so powerful ist, Alter. Bergauf ziehen wir fast alle ab. Gibt jetzt, glaube ich, ein neues Logitech-Lenkrad, ne? Ist aber eher so ein Racing-Wheel. Wie gesagt, ey, ich würde mir wünschen... Oh, wir sind gleich in Deutschland. Ich würde mir wünschen, wenn... Ach, das ist eine Baustelle. Ich dachte schon, da steht jemand mit Warnblinker. Sah ganz komisch aus. Deutschland! So, jetzt sind nur noch 85 erlaubt. Willkommen in NRW. Was wollte ich sagen? Ich habe schon gefacet. Toll. Ganz großartig. Ist schon wieder soweit. Scheiße. Ich habe echt vergessen, was ich sagen wollte. Ja, so schnell geht's, ne? Wie gesagt, ich hoffe, wir kommen heute noch irgendwie nach Frankfurt. Ich denke mal, das schaffen wir. Oder zumindest in die Nähe von Frankfurt. Ich muss mal gucken, warte mal. In 3 Stunden können wir da einen Marker setzen, an welcher Raststätte? Hier vielleicht. Ne, hier ist nur tanken. Nur tanken? Willst du mich verarschen? Hier oben sind wir ja schon fast. Hier ist Tank und Rast. Das sind 5 Stunden. Das ist ein bisschen viel. Das heißt, wir müssen irgendwo dazwischen... Na, sag mal! Na, sag mal! Jetzt. Das heißt, wir müssen wirklich in Frankfurt irgendwo... Oder wir fahren hier drüber. Nimmt ein bisschen mehr Zeit in Anspruch, aber dafür haben wir hier eine Raststätte in 2,5 Stunden. Und dafür können wir auch ein bisschen straighter fahren. Ne, also nicht hier, dann drüber. Ich dachte eigentlich, wir fahren jetzt hier und dann wieder auf die A7 ruf. Die A7. Quatsch, die A7 ist doch jetzt woanders. Aber gut, wenn wir dann über Heilbronn, da könnten wir vielleicht noch Fürth mit... Ne, Fürth ist irgendwann mal, wenn wir hier über die A3 fahren. Wir könnten auch über die A3 fahren, ne? Warte mal, würde das Zeit sparen? Nee, Quatsch. Wir kommen ja von der A3. Nee, alles gut. Dann auf die A6, dann auf die A3 und dann runter. Sei denn, er schickt uns ganz woanders hin. Nö, schickt er nicht. Gut. Na, gucken wir mal. Wie gesagt, wir machen da jetzt gleich Pause. Das ist in 2,5 Stunden. Das ist völlig in Ordnung. Und dann fahren wir hier nach Graz runter. Das wird, vielleicht können wir auch schon dahinter Pause machen, ich weiß nicht, ich glaube aber, dass wir hier so auf der Höhe hier spätestens Pause machen müssen irgendwo. Gut. Fertig zum Losfahren. Ja, fertig zum Losfahren, let's go. Rein der Hase. Hallo? Gibst du mal wieder Gas? Wir werden von rechts überholt hier, kann nicht wahr sein. Ah, nee, warte, okay, wir können... Oder, warte mal, ja, doch, wir können hier bleiben. Auf der Spur.
Aber wir können hier nicht bleiben. Auf geht's nach Frankfurt. Also zumindest in die Richtung. Wir sind, glaube ich, eher so Koblenz runter. Meet, meet, meet. Geht schon wieder los. Ich würde mal gerade ganz kurz, können wir in diese Einstellung hier rein? Licht einstellen. Ist ein bisschen zu hell. Ich würde das, glaube ich, so machen. Weil dann blendet das nicht so, wisst ihr? Ach so, jetzt weiß ich wieder. Mit Lenkrad und ähnliches, genau. Ich würde mir am liebsten Buslenkrad wünschen. Am liebsten eins von Mercedes. So, Mercedes, also Bus natürlich, ne? Ich würde auch irgendwann gerne mal hoffentlich Bus-Simulator spielen können. Am besten eins von C1. Ich wäre aber auch nicht traurig, wenn es ein MAN-Cockpit wäre. Iveco brauchst du mir ja nicht mit anfangen. Ja. Das wäre nice. Also wenn irgendjemand von euch, ne, für, weiß ich nicht, würde für 200 Euro oder so abkaufen. Easy. so ein eigenes Cockpit mit Lenkrad und den Knöpfen, die auch noch funktionieren. Und bitte noch mit Elektrik. Also wo dann auch die Knöpfe und der Blinker und Scheibenwischer und Hupe und so alles, die Elektrik ist, so, wisst ihr? Das wäre sehr nice. Dankeschön. Wird eh keiner machen, aber egal. Von mir aus würde ich auch bis 500 Euro hochgehen. Rheinland-Pfalz. Na gut, 8 Uhr Ankunftszeit haben wir wahrscheinlich nicht ganz rausgeholt, wa? Dadurch, dass wir jetzt so einen kleinen Umweg fahren, um halt an eine Raststätte ranzufahren oder ranfahren zu können. Ich muss auf die ganz linke. Ich habe eine WhatsApp bekommen. Ja, ich darf die mir den Döner nehmen. Ich krieg aber Hauer. Gut, bin ich mit einverstanden. Deal. Auf den Deal lasse ich mich ein. So, jetzt sind wir schon in Hessen. Hä? Wieso ist der Gang nicht drin? Hallo? Kein Gang drin hier. Ich lasse trotzdem weiter ausrollen. Also. Sind das hier wieder die Kasseler Berge? Kommt mir fast so vor. Gut, dass wir einen powervollen Motor haben, ne? Da stört uns das eigentlich wenig. So, jemand hat Einkommen gebracht. 4.985 Euro Patricia. Patricia, ja, Patricia. Ich hatte mal in einer Klasse, die hieß Patricia. Sorry, ich habe den reingezogen. Kommt da vorne schon die Raststätte? Nee, da kommt nur das Kreuz, das wir runter müssen, ne? Ja, gut. Dann fahren wir dort mal herunter. Ach, sogar ein Dreieck. Dann Ausfahrt rechts nehmen.
Ja, anderthalb Stunden noch. Das schaffen wir bis zur Raststätte. Wir haben 38 Die circa Ausfahrt rausgeholt. rechts. Und dann links halten, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ah, ne, okay. Never mind. Bitte links halten. Aus meiner Sicht, das SCV S5 Video, das ist grafisch nicht das Beste. Also da finde ich, aus meiner Sicht, der RB26 Express SCV finde ich persönlich schöner. Ja? Weil nachts das aufzunehmen, das ist immer so. Am liebsten würde ich halt SCV tagsüber fahren. Muss ich natürlich mehr zensieren, aber sieht halt auch geiler aus. Oh, das Zensieren, ey, das hat 8 Stunden Arbeitszeit. Boah, locker. Also, ey, das hat richtig lange gedauert. Also wirklich. Richtig lange. So, jetzt müssen wir erstmal gucken hier. Ich tanke jetzt erstmal. €2,18. Junge! Ich hätte nur in England tanken sollen, wa? Da war es noch billiger. Ruhezeit. So. Wir sind bei 53 Minuten. Ich überlege jetzt, ob ich jetzt die Folge beende. Komm, wir sind so oft über eine Stunde gewesen. Wir beenden jetzt die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin würde ich mich verabschieden, wie immer, ne? Also, ja, bis morgen oder bis nächste Woche Samstag. Tschüss.